Hey Leute, willkommen zur jetzt erstmal vorletzten Klassenvorstellung, bevor das Let's Play richtig losgeht. Und zwar kommen wir jetzt zur Priesterklasse. In der nächsten Folge, was dann auch die erste Folge des Let's Play sein wird, wie ich schon gesagt habe, gibt's dann den Force Shielder. Und gucken wir uns mal den Heiler jetzt mal an, was die so drauf hat. Bin mal gespannt. Also eigentlich sollte sie so eine Art, heilige Magierin sein. Laut Geschichte ist es auch so, dass zuerst die Magier waren und dann aus den Magiern sich die, nicht die Magier, sondern aus den Priestern haben sich die Magier entwickelt, laut Story. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ihren Battle Mode und so, die Klasse habe ich überhaupt noch nie gesehen. Noch nie den Battle Mode, geschweige denn überhaupt, was die Klasse kann, außer dass ich weiß, dass sie heilen kann. Dann wahrscheinlich wie in der Videoszene hier die Fähne, die kann auch alles wiederbeleben. Sieht, die Priesterklasse trägt auch wieder mal Stoffrüstung. Ist immer sehr ausgeglichen. Es gibt immer zwei Stoffrüstungen. Ich glaube, bis jetzt noch zwei. Das war aber ein hübscher Battle Mode. Was ist das denn? So viele Orbs. Oh, wow. Wow. Okay, das heilt. Ich würde mal lesen, was es macht. Restoring multiple allies. Okay. Consuming one capsule. Hä? Moment. Eins? Okay, sie macht mal einen Schaden. Süß. Ein kleiner Laser. Macht die 5. Heals abnormal Stats und Decrease Damage Reduced by All. Okay. Ach, der Balken hier unten links, das war die. Alles klar. Das war die Anzeige, die man noch hat vom Battle Mode. Aber ich muss sagen, so ein Battle-Mode für einen Priester, wo dann solche Steine hinter dem Rücken schweben, sah eigentlich sogar sehr gut aus. Und schon ist die 101... Eine Million erste Schwester entführt worden. Tragisch. Ja, leider Gottes kann ich immer noch nicht zum 100. Mal diese Videoszene abbrechen. Ich habe zwar schon angekündigt, dass ich nicht alleine spielen werde, dann das Let's Play, aber ich weiß halt auch nicht, ob Eddie dann mitreden möchte oder nicht. Vielleicht ist er schüchtern, wer weiß. So, machen wir wieder die erste Quest bis zum Level 2. Basic Attack, wie sieht das hier aus? Okay, Lag. Ein Lichtblitz. Ein größerer Lichtblitz.
Hat ein bisschen was von dem Mage, bloß auf heilig getrimmt. Oh, das ist eine Heilung. Okay, okay, ich hab's gesehen. Aber Heilung kann auch kritten, das ist schon mal gut zu wissen. Ihr habt gesehen, beim einen Mal hat es mich um 44 oder so geheilt. Moment, machen wir nochmal. 36 und der Crit war 55. Ist doch optimal. Da könnte man auch dann sowas spielen wie Glaskanone und Heiler. Der eine steht vorne und lässt sich dort boxen, der andere steht hinten und langweilt sich, weil die ganze Zeit nur am Heilen drücken ist. Nein, ich habe das Kit nicht gesehen, bla 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 bla. Komm, gib mir nächste Aufgabe, ich will weiter schnetzeln. Und Sternenregen. Echt voll sinnlos, dass ich mich jetzt schon heile, aber es sieht immer lustig aus. Ihr seht auch, es gibt hier Vital, MP und HP-Pots. Erste-Hilfe-Kit hat man jetzt noch zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob das Ewigkeiten so bleibt, weil das Erste-Hilfe-Kit heilt Leben und Mana. Und halt die Pots stellen aber dafür viel, viel mehr her von beiden. Aber halt immer bloß eins gleichzeitig. Nope. Diese Videosequenz möchte ich nicht sehen. Also ich habe zwar behauptet, man spielt dieses Spiel mit Maus, aber das ist halt, man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel nur irgendwo hinläuft, auch gerne mit Tastatur laufen, das macht keinen Unterschied. Schadenstest, Formlevel ab, 28 mit Blitz und 1511. Strahl. Okay. Heilen wir uns mal noch kurz. 36 Heilung. So einen Crit werde ich jetzt nicht kriegen. So, hier ist es zum Beispiel so, hier würde man die Healing Power hochskillen. Und natürlich die maximale Leben. Aber machen wir es mal anders. Und wir gehen mal einfach gleichmäßig auf, gleichmäßig auf Attack-Typen und Healing Power. Das heißt, sozusagen, der Berserker-Heiler. Ich mache Schaden und teile aber, kann aber auch richtig geil heilen. 47 und 3 noch was. Boah, geht. Hammerhart. Wie heilen wir? 36 auf 45. Ne, das ist auch noch okay. Ich sag mal hier, am Anfang sieht er ja 100 noch was leben. Das kannst du vergessen. Krieg ich noch einen Crit hin? 40. Weiter. Schon wenigstens einmal kritten. Sie heilt nicht mehr. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Na gut, okay. Gut, dann habe ich jetzt die letzte Klasse vorgestellt vorm Let's Play. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's Let's Play los. Da geht's nochmal so ähnlich wie hier vonstatten, das heißt nochmal Videosequenz angucken, Battle Mode zeigen und dann werde ich dann mit Eddie einen anfangen, uns hochzudeveln und dann gucken wir mal, bis wohin es geht. Es wird auch Livestreams geben. Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.